Hallo, LibreOffice Calc, Zellen. Der zentrale Bereich des Arbeitsfensters zeigt die in Form eines Gitters angeordneten Zellen. Jede Zelle liegt im Kreuzungspunkt einer bestimmten Spalte und einer bestimmten Zeile. Oben in jeder Spalte und links in jeder Zeile befindet sich eine Reihe von grau hinterlegten Zellen, die Buchstaben bzw. Zahlen enthalten. Dies sind die Spalten und bzw. Zeilenköpfe. Die Spaltenbezeichnung beginnt links mit A und zählt fortlaufend nach rechts. Die Zeilenbenennung beginnt oben mit 1 und zählt fortlaufend nach unten. Die Spalten und Zeilenköpfe bilden die Zellreferenz, die im Namensfeld auf der Rechenleiste erscheint. Zum Beispiel jetzt hier B4. B4. Die Anzeige der Spalten und Zeilenköpfe kann über den Menüpunkt Ansicht Spalten Zeilenköpfe aus und wieder eingeschaltet werden. Ciao und viel Glück!